Wenn du Time Blocking dazu verwendest, um deinen ganzen Tag zu strukturieren, also nicht nur sozusagen Randthemen zu haben, die irgendwie vielleicht außerhalb von deiner Arbeit sind oder sich nur am Rande damit beschäftigen. Also es gibt ja auch die Idee, darüber nachzudenken, wie kannst du deine Freizeit so gestalten, dass sie sehr regelmäßig stattfindet. Also dass du überhaupt dazu kommst und weil du sie wichtig empfindest, das tust. Aber auch, wenn du diese Methode dazu nutzt, um wirklich deinen Arbeitstag entsprechend zu planen. Und da ist die Idee, weil viele kennen das, du bist am Ende der Woche komplett zugebucht von den Terminen her. Also du hast Termine und seit neuestem zeigt dir Google das auch an. Also das ist recht interessant, finde ich. Also sie sagen dir, dass du durchschnittlich 25 Stunden im Meeting verbringst und diese Woche aber nur 20 Stunden. Und ich finde das ein sehr schöne Idee. Was natürlich beim Time-Blocking selber vielleicht schwierig sein könnte, weil viel davon, ich weiß jetzt nicht, ob er so schlau ist, dass er nur Zeiten berechnet, wo du zumindest zu zweit bist, dass man das wirklich als Meeting nimmt und dass er eben nicht deine eigenen Blocker sozusagen als Meetingzeit einrechnet. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber die Idee ist, dass in dem Moment, wo du ein Meeting hineinbekommst, dir für diesen Tag in derselben Länge einen Blocker setzt, der sozusagen für dich dann da ist, dass du deine eigenen Tasks durchbringen kannst. Und das Spiel quasi immer weiterspielt. Du bekommst einen einstündigen Termin rein, du stellst dir einen einstündigen Blocker rein. Du bekommst nochmal eine halbe Stunde ein Meeting und du stellst dir für dich wieder eine halbe Stunde einen Blocker ein. Und das hat den riesen Vorteil, dass du verfügbar bist. Du hast deinen Kalender prinzipiell frei und man kann dich buchen. Aber du schaust darauf, dass du dir dynamisch wirklich Platz lässt, um auch auf deinen wichtigen Themen zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, weil wenn du deinen Kalender einfach offen lässt, dann wirst du, wenn du ein Pech hast, einfach von in der Früh bis am Abend und vielleicht ohne Mittagspause einfach zugebucht. Und wenn du umgekehrt da von vorne bis spät Blocker einstellst, dann kann niemand mit dir in Kontakt treten oder mit dir sprechen. Und das macht es natürlich auch schwieriger. Du musst ja schon ein bisschen für die anderen auch als Ansprechperson dich zur Verfügung stellen. Du musst da sein. Also das wird auch nicht der Weg sein. Und das könnte für wirklich die goldene Mitte sein, um deinen Kalender so zu pflegen und so zu verwalten, dass du einerseits verfügbar bist, andererseits genug Zeit für dich persönlich, für deine wichtigen Punkte hast, um sie erfolgreich abzuarbeiten.